Der Countdown läuft für die diesjährige Hansesee. Was müssen Besucherinnen und Besucher wissen? Unser Thema jetzt bei NDR MV Live und damit hallo und willkommen. NDR MV Live. Ja, morgen geht es ja auch schon los und die letzten Vorbereitungen sind in vollem Gange und die ersten Gäste, die sind auch schon da. 111 Meter lang und eine Masthöhe von fast 50 Metern. Die Bima Tsuchi ist das größte Schiff der diesjährigen Hansesee. Weil es bei uns ja gerade recht stürmisch ist, lief das indonesische Segelschulschiff 2 Tage früher als geplant in Warnemünde ein. Für den Großsegler ist es übrigens die bisher längste Reise. Das Schiff kann dann morgen und am Freitag besichtigt werden. Und die Bima Tsuchi ist natürlich nur eines der vielen Highlights bei der diesjährigen Hansesee. Die Veranstalter haben das volle Programm vorhin auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Und mit dabei für uns war Juliane Schulz. Hallo Juliane, ich grüße dich. Hallo. Auf welche weiteren Höhepunkte können sich denn die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr bei der Hansesee freuen? Wir sehen ja auch schon, hinter dir ist auch schon vieles aufgebaut. Ja, es ist ein irre breites Angebot. Man kann das natürlich jetzt gar nicht so genau ausführen. Aber ganz wichtig, natürlich im Mittelpunkt stehen die Schiffe. 150 sind angemeldet, davon 120 Traditionssegler. Die größten sind, wir haben es gerade gesehen, die Bima Tsuchi und die Gurch Fock. Das Segelschulschiff der deutschen Marine ist auch wieder da. Die waren im vergangenen Jahr da. Das war wohl so gefragt und so erfolgreich, dass man die auch dieses Jahr wieder besichtigen kann. Na, und dann haben wir in der ganzen Stadt eigentlich ein ganz breites Programm, hauptsächlich natürlich hier am Stadthafen, wo ich jetzt gerade stehe. Da sind Rummelbühnen, da wird das große Feuerwerk am Samstagabend um 23 Uhr stattfinden. Da ist auch die große NDR, der NDR-Club, die große Fläche, auf der wir uns präsentieren. Unsere Stars, wer kennt sie nicht, Ernie und Bert sind auch dabei. Ganz wichtig. Und dann gibt es ganz viele Chill-Out-Areas, also Liegestühle sind aufgestellt, in denen man sich ausruhen kann zwischendurch. 350 Marktteilnehmer, also ein wirklich ganz breites Programm. Es ist also angerichtet, könnte man sagen, und es werden ja auch wieder hunderttausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Das heißt, es wird natürlich extrem eng bei euch in der Stadt. Wie komme ich dann am besten zu Hansesee hin? Was hast du da für Tipps? Also alle Verantwortlichen sagen, kommt mit dem Auto gerne bis an den Stadtrand und dann nutzt bitte Park and Ride. Also man soll unbedingt die Parkplätze um die Stadt herum nutzen und dann den öffentlichen Personennahverkehr. Der ist auch sehr gut organisiert. Die Stadtautobahn wird eine extra Busspur haben. Also man kommt ganz schnell mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen diesen einzelnen Veranstaltungsorten hin und her. Und ich habe noch mal explizit nachgefragt, wie es dann aussieht mit der Anreise mit der Deutschen Bahn. Da hörten wir in den vergangenen Tagen, habe es da wohl immer wieder volle Züge gegeben Richtung Ostsee. Aber die Veranstalter sagen, sie machen sich da keine Sorgen. Sie haben die Rückversicherung, dass das alles gut laufen wird. Also auf die öffentlichen Verkehrsmittel setzen. Ein anderes Thema ist natürlich auch Essen und Trinken. Alles wird teurer. Stimmt das auch für die diesjährige Hansesee? Was kostet da zum Beispiel ein Fischbrötchen? Ja. Nicht alles wird teurer, das sind die guten Nachrichten. Das Fischbrötchen kostet genauso viel wie im vergangenen Jahr, nämlich 4 €. Kein Schnäppchen, aber man sagte mir hier, die Preise sind nun mal hoch und die sinken auch nicht. Also muss man die Preise eben so weitergeben. Außer man möchte unbedingt gerne ein Backfischbrötchen essen. Das kostet stolze 8 €, 1 € teurer als im vergangenen Jahr. Und die Bratwurst, die liegt hier mit Brötchen bei ungefähr 3,80 Euro. Es gibt auch keine Vorgaben, keine Absprachen oder so mit dem Großmarkt. Letztlich sind die Preise den einzelnen Händlern überlassen. Aber die versuchen, die Preise natürlich so zu lassen, dass auch noch Familien kommen können. Essen und Trinken ist natürlich ein Thema, aber die meisten kommen ja zum Schiffe gucken und viele oder einige möchten ja vielleicht auch mitsegeln. Gibt es da eigentlich noch Möglichkeiten? Gibt es da noch Tickets für Kurzentschlossene, Juliane? Na, die Tage am Freitag und am Samstag, die waren schon ganz schnell fast ausgebucht. Da gibt es ganz wenige Restkarten, da muss man wirklich unbedingt nochmal ins Hansesee-Büro kommen und nachfragen. Und für den Donnerstag, also für morgen und für Sonntag, da gibt es aber durchaus noch die Möglichkeit mitzusegeln.
Und für ganz, ganz kurz Entschlüsse, die können einfach heute auch schon mal versuchen, eine Mitfahrgelegenheit zu bekommen. Denn es sind ja schon viele Segelschiffe da und die fahren auch heute schon munter rum, haben wir gesehen. Und wer jetzt nun gar kein Ticket bekommt oder vielleicht auch gar nicht seetauglich ist, der kann natürlich auch von der Kaikante ganz fantastisch gucken. Also so viel maritime Stimmung kann man hier auffangen. Da muss man nicht unbedingt auf dem Schiff sein, da kann man auch an der Kaikante stehen und ist dann trotzdem noch mittendrin. Ja, vielen Dank für deine Tipps, Juliane Schulz, für uns in Rostock. Ja, wir haben gerade gehört, ein volles Programm erwartet die Besucherinnen und Besucher zur diesjährigen Hansesee. Schauen wir doch noch mal ganz kurz so auf die wichtigsten Fakten, die ihr unbedingt wissen solltet. Und zwar, wenn ihr zur Hansesee fahren wollt, dann am besten nicht mit dem Auto, sondern lieber auf Busse und Bahn setzen, beziehungsweise das Auto dann am Stadtrand parken. Außerdem eines der Highlights neben den Schiffen natürlich ist das Feuerwerk. Das findet dann am Stadthafen am Samstagabend statt. Und mitsegeln, wer ganz schnell ist, der kriegt noch Tickets, da sind noch einige frei für heute sogar und dann für morgen und den Sonntag. Und wir sind natürlich auch als Norddeutscher Rundfunk für euch dabei mit einem großen Programm mit Live-Musik auf unserer Bühne. Also schaut gern vorbei bei der Hansesee von Donnerstag bis Sonntag in Rostock. Das war NDR for Live für den Moment. Alle Informationen zur Hansesee findet ihr natürlich auch in unserer kostenlosen NDR MV-App und im Netz auf ndr.de/mv. Und dann gibt es natürlich auch in den nächsten Tagen die schönsten Bilder. Tschüss, macht's gut.